So, heute wollen wir mal wieder einen Airport stürmen. Heute haben wir Sturmgewehr mit dabei. Also sollte es eigentlich kein Problem sein, mit einer vollautomatischen Waffe hier mal durchzuschießen, ne? Mit der besten Waffe, der geliebtesten Waffe der Deutschen. Sollte das schon was werden. So, ich weiß nicht, ob das so clever war, direkt auf die A-Line zu gehen, aber das werden wir gleich merken. So, ich bin ja eh nicht der Führer der Nation, also daher. Reingehen in den Club. 3 gegen 2. Vorne durchrücken. Danke. Nein! Oh. Hätte schon wieder geflucht, wenn ich mich das Ding über den Haufen geschossen hätte. Da ist er. Auf jeden Fall mal gesehen. Ich dann den Wagen einsteigen, bin ich tot. Kommst du nicht mehr weg. Festgenagelt. Ich sehe ihn nicht. Hier wird überall gesnabbert. Ich höre nur die Musen. Rechts, links, überall. Plimp, plimp. Leute, die dich verraten. Dazu gehört das Spotting-System. Und natürlich Headshot. Was denn sonst? Vom AVS aus meinem eigenen Spawn raus. War ja klar. War zu erwarten. Aber ich kann auch Headshots verteilen heute. Heute bin ich gut drauf. Heute gibt es nur so Lächerlichkeiten, die mich wegholen können, wie PTRD. Headshot. So, wieder so die häufigsten Teile, die man mal so richtig schön an meinem Skrotum rumfummeln. Könnt ihr mal einen abknallen? Ich fahre da jetzt nämlich nicht extra hin. Jetzt habe ich oben rechts noch keine PTRD gesehen, jedenfalls nicht, wenn ich hingeguckt habe. Ja, ich achte auf sowas. Na, welche Waffen sind im Spiel? Mosin. Zwei gegen einen. Du weißt nicht, wo er ist. Versteckt sich irgendwo im Grünzeug. Spende Staub, rotes Gummiboot. Nur noch eins gegen eins. Zwei Meter. Laufen, laufen, lauf doch einfach wunderbar. Laufen ist doch wunderbar. Scheiße.
Jetzt abgehauen oder nicht? Ich hasse es. Er zielt nach unten und er trifft den Kopf. Ich weiß nicht. Als AVS, Junge, immer Headshot ist der Wahnsinn. Die Waffe ist einfach zu lächerlich. So, dann hat der Gegner wieder die volle Luftüberlegenheit. Sehr gut. Die Idee war mal klasse. Auch wenn wir B2 gleich haben, kann das nicht schaden. Links abbiegen, lass ihn stehen. Dann halt nicht. Der Flieger kommt gerade rum. Ja. Und für alle die Leute, die gerne fliegen und merken, sie haben da oben eigentlich keine Chance gegen denjenigen, der da oben antritt. Ne? Wenn sie der Infanterie, wie zum Beispiel mir, irgendwie einen Vorteil verschaffen wollen, so weit wie möglich mit denen wegfliegen, dass wir hier unten rankommen. Kleiner Drecksack. Muss der erst warten, bis die Munition alle ist. Er steht da so dämlich. Kannst du schießen, wie du willst, du triffst mich nicht aus der Entfernung. So, ist das mal unser BA6 Panzerfaust hier? Scheiße, hier lag da irgendwo eine Panzerfaust rum. Steht ein Scheißteil. Drüber, zweiter Versuch. Junge. Wenn nämlich mit H schreibt, ne? Gut gemacht, keine Frage. Aber. Weck mich, du kleines, gelecktes Würstchen da oben, Alter. Ich ramm dir deinen, ne? Bestes Stück gleich selbst in den Hintern. Mein Gott, immer meinen Wagen wegsnipern. Er hat aber eben gerade gut gemacht. War nicht blöd. Ich war nur ein Stückchen cleverer wie er. Achso, wieder hinter mir, Entschuldigung. Hinter mir wird gesnipert. Wieder den Hula Hoop Dance. So, weiter geht's. Ich habe mir mal drei einpacken sollen. Deswegen spiel ich so ungern den Airport. Es wird einfach, alle haben eine Mosin und alle snipern. Greif mal schon mal an, ich lauf schon mal los. Vielleicht komme ich an. Ohne Wagen, mit Wagen. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Oh nicht Gott, Blender denn extra Haftcreme. Ach ja, über die Weide gehe ich gern. Der Sniper sitzt manchmal nah und manchmal fern. Irgendwo fliegen die Flieger rum. Was ist denn für Infanterie? Leider zu dumm. Kriegen wir jetzt den BA6 da weg, ohne dass Hero Roland da jetzt vorbeikommen muss? Aber bitte mit Headshot. Der wollte jetzt nicht ernsthaft mich abfangen. So, nur der Headshot trennt mich zwischen, ne? Er steht wieder zwischen mir und meiner Eroberung. Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Will, du wirfst hier so eine Bombe rein. Oh, eins ist unser. Dark, komm so ruhig rein, wenn du. Ne? Wer schießt? Wer fragt? Und sind SVT? Ich würde mich da. Ja, stellen Sie sich ruhig hin, haben Sie Zeit. Lassen Sie sich ruhig wegsnipern. Los, komm. Nein, 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 der sitzt da.
Sehr gut. Hätte sein können. Ich hätte geschwört, Alter, da sitzt einer. Ich geh zu Fuß. Ich will mich freuen über die Sniper, die ich nicht sehe. Nein, ich will nicht mit. Soll ich mich wegsnipern lassen? Na komm, wir helfen für 2 Sekunden mal mit der Maxim. Warten, bis er rankommt. Das war so klar. Treffe ich den? Kleiner Drecksack. Das schaffe ich noch, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Zeit. Zeit, Schiri. Wenn ich ein kleiner Drecksack wäre, würde ich mich verstecken. Da. Ich würde AFK im Gebäude stehen und warten, bis einer kommt. Das Gute ist, wenn man genug Munition mit hat, man kann einfach auf alles ballern, was da ist. Kleines gelecktes Würstchen. Noch so ein Ding Augenring, ja? Und runter mit dem Kopf! Scharfschütze! Oh, hat Roland Fuchs gemacht und ist weggekrabbelt! Oh, der Ivan traurig! Ein trauriger Smiley für Ivan! Da hat er gedacht, er ist Fuchs und läuft hin. Können wir jetzt das Medkit auspacken? Ein trauriger Ivan heute. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Ich sehe ihn so schlecht. Ja, natürlich. Zack, der andere ist zu dämlich, der hat so viel Skill, Junge, das reicht einfach für 10 Tage. Zack, er sitzt da hinter der Sonne, du siehst ihn einfach nicht. Ja, da macht sich ja, der kriegt eine Biene dafür, weil er den Roland abgeschossen hat. Ich sehe ihn schon aufspringen, wie am PC aufgesprungen ist gerade. Ja, Screenshot! Na, noch ist das Ding nicht vorbei. Normalerweise habe ich hier keine Chance. Das ist Sniper Paradise. Wenn ich hier zu Fuß laufe, bin ich verloren. Wenn den nicht eben haben können, aber hey, sei es drum. Kann ich jeden haben. So, fahren wir einfach mal durch den Spawn des Gegners durch. Da steht BA6. Ey, das brauchst du mir jetzt nicht erzählen, dass das Ding gegen Infanterie One-Hit ist. Das braucht mir kein Mensch erzählen, dass wenn du da mit einem Wagen gegen einen normalen Panzerwagen gegenfährst, dass das Ding sofort in die Luft fliegt. Ich bin ganz langsam gegengefahren, um ihn zu blocken. Und du fliegst sofort in die Luft. Also du kannst ja wirklich nichts mehr anfahren. Na, also sobald du irgendwo nur aneckst, bist du ja sofort One-Hit kaputt. Das ist ja witzlos, ganz ehrlich. Also, wir haben gelernt, gegen nichts gegenfahren, du explodierst sofort. Na? Alle Panzer sind One-Hit gegen alle Fahrzeuge. Außer wenn ich selber natürlich Panzer spiele, dann ist es nicht so. Na, auch wenn ich die Hardcam drin habe. Aber ansonsten, ich werde von allem gewone-shottet. Das ist echt witzlos, ganz ehrlich. Wenn du jetzt nicht mal gegen BA6 gegenfahren kannst, ohne direkt zu sterben, dann ist irgendwas nicht in Ordnung.
Und du kommst im Gebäude an, denkst, du kannst wenigstens noch ein paar Leute erschießen, vergiss es. Kein Gegner da. Du kommst im Punkt an und du siehst wieder niemanden. Ja, tut mir leid, ich konnte leider keinen mehr erschießen, weil richtig, es kam keiner mehr. Es war wieder mal witzlos hoch 9. Ich habe gewonnen, ich habe gesiegt. Gar keine Frage. 4 Eroberungen, war in Ordnung. Aber wieder mal nur Sniper Paradise, durch das wir marschiert sind. So, gucken wir mal, ob die zweite Runde auch noch was wird. Gehe ich auf B? Ich gehe mal erstmal auf B. So, ja, komm, ich weiß, ich traue mich nicht. Feigling! Ich falle über meinen eigenen Wagen. So, 12 gegen 9, wir sind 3 Mann mehr. Das sollte ja wohl machbar sein, bis ranzukommen. Muss mir also keine Sorgen machen, dass die Lines gleich zu sind. Hoffe ich jedenfalls. Wenn ich schon spät dran bin, oh fuck. So war das jetzt aber nicht geplant. Einer vorne, sehr schön. Und wenn jetzt wieder 10.000 Flieger ankommen, finde ich das nicht lustig. So, jetzt kriegen die Russen auch noch Verstärkung. So, eigentlich ist ein Flughafen einfach zu verteidigen. So, jetzt haben wir den anfangs einen kleinen Vorteil. Hoffen wir, dass wir den nutzen können und es nicht zu einfach wird. Wenn ich das jetzt wieder hinten reinstellen und dann hoffen, dass, 100, mir hat es ja nicht gelegen. Da ist er 2 schon weg. So, das heißt, ich muss mich hier ein bisschen beeilen. A-Seite sieht schlecht aus. Zwei Mann im Club. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Keiner kommt. Treffe ich von hier nicht. Macht er gut, ne? Allein sieht scheiße aus. So. Wenn die Flieger mich kriegen, soll es so sein, aber ich muss rüber. Wir sind 3 Mann mehr und wir kriegen es nicht hin. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, fahr, 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 fahr. Ja, so viel dazu, wir sind 3 Mann mehr. So, jetzt kommt drauf an, ob Piero Roland Eier in der Hose hat und die alle da rausräumt. Letzte Chance hat Piero Roland. Jawohl, und DP28 und damit war es das. Innerhalb von Sekunden das Spiel verloren. Wollen nicht mehr probieren. Gut, wieder eine Line zu. Und schon wird daraus ein richtig hartes Camper-Game, weil wenn wir es jetzt nicht schaffen, gleich O3 zu kriegen, haben wir verloren. Kam nicht mehr rechtzeitig um die Ruhe rum, da waren wir der 10 Mann im Club. Da kann ich dann auch immer nicht viel machen. Alles auf eine Karte gesetzt und ich habe wie immer, ich wähle grundsätzlich die falsche Seite. Es ist einfach lächerlich. Ne? Wir sind die 3 Mann auf der Line und wir kriegen das Ding instant eingenommen. Und ruckzuck ist auf der anderen Seite keiner mehr und die gehen alle hier rüber. Ich sage ja, wenn ich nicht sterbe, ist die Welt einfach nicht in Ordnung. Ja, da gehen wir schön campen. So, beten, dass die anderen bei A1 noch leben. Na, Snipey, hast du nicht getroffen? Schade.
Die werden wahrscheinlich von vorne links anrücken. Ich muss jetzt schnell nach vorne links. Das Ding ist zu groß, das kann ich nicht alleine einnehmen. Das wäre ein Wunder, wenn ich das alleine schaffe. Hier sind nicht gleich Verstärkung kriege. Ich traue mich nicht nachzuladen. Schaffe ich nicht zu viel im Punkt. Dann die Kurve. Und da ist O2 weg. Und dann ist das Spiel verloren. Weil Hero Roland es nicht geschafft hat, allen A1 zu erschießen. Da sagt mir mal einer, oh, Roland, du trittst nur mit überpowerten Waffen an. Wenn ich die nicht habe und nicht auf beiden Seiten gleichzeitig sind, verliere ich jedes Spiel. Da können die Gegner auch 5 Mann weniger sein, wenn wir uns dazu dämlich anstellen für... Dann wird das nichts. Das ist mein Wagen. O2 ist verloren, das war's. Ich komme jetzt nämlich auch zu spät nach O2. Es rückt nämlich keiner nach. Zack, und damit ist O1 auch weg. Ich brauche O2 nicht mehr angreifen. Ich muss jetzt hinten campen, weil wir einfach zu dämlich sind. Der Versuch. Ne, jetzt muss ich, der ein O3 angegriffen hat, als einziger zurückfahren und noch hinten deffen. Ich spiele komplett alleine. Und das ist doch nicht mal eine Übertreibung. Das ist so. Das ist Fakt. Ne, hier spielen nicht 19 gegen 19. Hier spielt einer gegen 19. 1-1. Und es kommt darauf an, ob ich diesen Zweikampf gewinne. Er hat die Defense-Position. Jetzt hat er sie nicht mehr, jetzt habe ich die. So. So. Wer hat den Punkt gewonnen? Richtig, Hero Roland. Wer denn sonst? War ja sonst keiner da. Das wäre nämlich wieder sauknapp geworden eben. Zack, One-Shot. Jawohl. Der macht alles, Herr Junge. Der fliegt, der spielt Infanterie, der ist überall dabei. Ja, Pussy Air wieder spielen. Es ist einfach herrlich. Wenn du nichts drauf hast, dann fliegst du halt. Ja. Verloren haben wir eh, also wenn ich jetzt hier nicht alle über den Haufen schieße, haben wir verloren. Ja. Ich muss alle mit einem Schwung töten, weil so oft komme ich da jetzt nicht mehr rein. Zwecks der ganzen Flieger, die oben sind. Ah. Oh, ich hätte ja was vergessen. Entschuldigung. Was ist passiert? So, 4-0. Wenn wir es jetzt nicht halten, gewinnen wir nicht. Von der anderen Seite, komm von der anderen Seite. Knall ab, knall ab, knall ab. Danke.
So, zustellen, zustellen, Spawn zustellen. Hier muss immer einer stehen. Damit man hier aus wunderbar reinschießen kann. Natürlich tust du. Komm schon, du bist Scharfschütze. Wenn du nicht triffst. Ja, guck mich nicht an, schieß! Ja, alles eine machen. Weiß keiner, wo die Panzerfaust liegt? Geh weg. Den schmeißen. Komm, mein Freund. Fahr. Den schmeißen. Jetzt hätte ich es auch alleine gemacht, jetzt brauche ich auch keinen mehr. Vergiss es, du kommst hier nicht ran. Alle Mann runter! Der war nicht schlecht. Kommst hier nicht rüber, vergiss es. Einfach die Spawns. Freie Fläche, da kommen wir nie rüber. Scheiße. Na komm, ich probier's. Komm. Nein, 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 nein. Zack und One-Shot. Nur am Campen, es ist der Wahnsinn. Es ist einfach nur Hardcore, wie sie immer jedes Mal nur am Campen sind. Ne, es wird auf alles gewartet, ne? Also ich hätte jetzt, ne? Normalerweise muss ich es mir auch angewöhnen, einfach in so einer Situation nicht zu kämpfen, sondern einfach den Gegner einfach auch mal nichts zu gönnen, sondern einfach F11 drücken, sagen, leck mich, du kriegst den Kill nicht von mir, den du gerne haben willst vom Campen, sondern ich probiere es gar nicht, sondern fahr gleich F11 und fahr gleich vom neuen Spawn aus. Ist einfach viel sinnvoller, ne? Ich nehme dem Gegner quasi seinen Erfolg schon im Voraus weg. So. Weil jetzt komme ich ja eh wieder. Leicht angeschlagen. Ist nicht gut. Einer hat mich gespottet, einer hat mich gesehen. Scheiß lange Gänge hier, das ist das Problem. Rechts lang. Raus aus dem Club. Bilden, dass mich keiner gesehen hat. Doch, er hat mich gesehen. Vorne im Eingang steht einer. Komm, das ist ein scheiß kleiner Camper. Weggelaufen.
Hallo, Roland, mein Name. So einfach wird's da nicht. Ich hab ein bisschen Backup hätte, nur ein bisschen. Komm schon, das können wir noch gewinnen. Gegen einen. Wenn keiner reinkommt, haben sie verloren. Schön die eigenen Leute weggebombt. Applaus für den. Ja, es ist einfach geil, herrlich. Top Teil. Ganz klasse. Selbst für sie. Kleiner Applaus. Einen kleinen Applaus für den besten Teamkill des Tages. Und wieder einmal rächt sich, dass der Gegner nur im Flieger sitzt und man am Ende dann doch nicht aufgibt. Gewonnen hat Hero Roland das Spiel. Ich habe die meisten Eroberungen. Mein Elven, der hat auch nicht schlecht gespielt, aber trotzdem. Wenn er mitgekommen wäre auf der A-Line, hätten wir es besser gespielt. War nicht schlecht, keine Frage. Wir hatten gute Leute. Am Ende will der Gegner es einfach nur campen. Haben wir gewonnen. Schlecht gespielt vom Gegner.